Herzlich willkommen hier in der Zwergenfestung. Mein Name ist Markus und ich mache Tutorials für Dwarf Fortress. Ich erzähle das jetzt hier nochmal ausführlich, weil einige kennen mich wahrscheinlich schon, aber da jetzt viele neue Spieler bei Dwarf Fortress in der Steam-Version hinzugekommen sind, mag es vielleicht sein, dass du jetzt auch zum allerersten Mal hier Kontakt mit meinem Kanal bekommen hast. Ich mache, wie gesagt, sehr gerne Tutorials und gebe Tipps für Dwarf Fortress. Und heute ist das Thema, wie fange ich denn überhaupt mit so einem Spiel an? Das heißt, es geht erstmal heute um die Weltgenerierung. Ich habe diese ganze Tutorial-Reihe im Grunde schon einmal für die klassische Version gemacht. Theoretisch hat das auch zu, ich sag mal, 90% sicherlich noch alles Bestand. Es haben sich ein paar Sachen visuell geändert. Ein paar Dinge haben sich spieltechnisch auch geändert, das ist aber wirklich das Wenigste eigentlich. Also im Grunde könntest du theoretisch die alte Tutorial-Reihe auch weiterhin noch sehen. Viele Dinge haben, wie gesagt, noch Bestand und sind doch auch super gut erklärt. Ich werde jetzt nicht jedes Tutorial nochmal komplett nur für die Steam-Version aufbauen. Da werde ich wahrscheinlich einfach auf das jeweilige Tutorial verweisen. Aber jetzt allein nur, um neuen Spielern im Grunde den Einstieg in diese Spielwelt überhaupt ein bisschen zu erleichtern, dachte ich, ich mache jetzt nochmal so eine Art Live-Tutorial. Ich habe jetzt gerade hier ein schönes neues Mikro halt mir gekauft und das ist jetzt genau für mich der Grund, einfach dieses auch mal zu testen, und deswegen könnt ihr euch jetzt gerade über ein neues Tutorial freuen. Das heißt, heute geht es um die Weltgenerierung. Das machen wir jetzt erstmal und daraus wird jetzt wahrscheinlich eine Tutorial-Reihe mit, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, 3, 4, 5 Tutorials wahrscheinlich entstehen. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich werde jetzt mal Schritt für Schritt im Grunde da durchgehen, dass die Videos selber nicht zu lang werden. Und dann machen wir irgendwo einen Cut, einen thematischen, und dann geht es dann zum nächsten Video. Aber lass uns erstmal einfach hier loslegen. So, in Dwarf Fortress sind hier angekommen. Können wir im Grunde hier oben, ja gut, Continue Active Game wirst du bei dir beim ersten Start noch nicht haben. Aber wir starten auf jeden Fall hier mit diesem Punkt Create New World. Alles andere soll uns jetzt erstmal noch nicht interessieren. So, wenn wir jetzt hier drin ankommen, haben wir hier eine ganze Menge von Parametern, die ganze Weltgenerierung hinterher letztendlich ausmachen werden. Wir starten einfach mal von oben bis unten einfach mal durch. Das heißt, oben haben wir erstmal die Größe der gesamten Weltkarte. Das ist im Grunde schon ein relativ wichtiger Faktor. Also theoretisch könntest du direkt loslegen mit so einer Pocket World. Das ist im Grunde die kleinste Größe, die du hier bei dieser Art der Generierung zumindest erstellen kannst. Damit kann man loslegen, aber es kann halt sein, dass durch die kleine Weltgröße einfach nicht so viel auf dieser Welt passiert ist. Es gibt keine so große Historie und es könnte vielleicht sein, dass da halt nicht ganz so viel los ist. Im Grunde, du kannst nicht mit so vielen anderen Zivilisationen eventuell in Kontakt treten. Deswegen empfiehlt es sich halt hier, eine etwas größere Karte vielleicht zu nehmen. So eine Medium ist im Grunde schon jetzt gar nicht verkehrt, aber von dieser Weltgröße hängt eben auch ab, wie lang diese Generierung dieser Welt überhaupt dauert. Zwischen dieser Pocket-Größe und der Large-Größe kann man sich schon mal vorstellen, da ist so ein Faktor von ca. 230 drin. Das heißt, hier bei dieser Pocket-Größe haben wir irgendwas um die 170 Quadratkilometer, kann man sich in etwa vorstellen, während wir halt hier bei Large schon bei so circa 40.000 Quadratkilometern sind. Ja, und hier bei Medium sind wir so bei 10.000 Quadratkilometern. Das ist noch ganz gut vertretbar. Also je nachdem, wie lange du halt vorhast, diese Historie halt zu generieren, könnte man halt hier so zwischen Small und Medium wählen. Also bei Large musst du halt dann eventuell ein bisschen mehr Zeit mitbringen. History Length ist jetzt genau das richtige Thema, da kommen wir jetzt nämlich als nächstes zu. Denn du kannst jetzt natürlich eine ganz kurze Historie generieren, du sagst jetzt einfach 5 Jahre, ich will sofort starten. Dann ist es aber so, dass auf dieser Welt wahrscheinlich noch nicht viel passiert ist. Da sind ein paar Startpunkte sozusagen für verschiedene Zivilisationen vielleicht platziert worden. Aber diese Zivilisationen, die wachsen ja auch über Zeit. Du hast verschiedene, ich sag mal Monster oder sowas zum Beispiel da drauf, die interagieren vielleicht mit den Zivilisationen oder die Zivilisationen untereinander, und die ganze Welt wird sich mit der Zeit entwickeln. Und das ist halt
umso interessanter, wenn du eine längere Historie im Grunde hier nimmst. Bei der klassischen Version hatten wir hier immer 250 Jahre als Standard. Das wurde irgendwie auf 100 Jahre gestellt. Wahrscheinlich einfach nur, um dem Spieler in der Standardeinstellung nicht so viel von seiner Zeit sozusagen zu klauen. Ja, aber ich würde tatsächlich raten, also mindestens 100 Jahre auf jeden Fall zu generieren, wenn nicht sogar 250 Jahre. Denn davon hängt zum Beispiel auch ab, wie viele Städte halt eben in der Zeit sich entwickeln oder wie viele Türme zum Beispiel entstehen, welche Artefakte es in der Welt gibt. Die werden halt über die Zeit von zum Beispiel den Zwergen auch oder von anderen Zivilisationen erstellt. Und wenn du halt nur ganz kurze Historie hast, dann gibt es halt einfach davon nicht so viel. Deswegen so 100 Jahre würde ich auf jeden Fall nehmen. Wir lassen das erstmal alles hier im Standard. Number of Civilizations bedeutet, das ist die Anzahl der verschiedenen Reiche, die es im Grunde innerhalb dieser Welt gibt. Das heißt, diese Zivilisationen können bestehen aus den Elfen, aus Zwergen, Goblins, Kobolden. Und damit ist aber nicht gemeint, dass du halt, weiß ich nicht, ich habe jetzt 4 Stück genannt, es gibt halt nur diese 4. Das heißt, eine Rasse, wie zum Beispiel die Zwerge selber, können dann halt verschiedene Reiche innerhalb dieser Karte eben haben, ne, die im Grunde unabhängig voneinander sind. Und genau das ist halt hier gemeint. Ja, und auch je höher du das stellst, desto belebter ist halt eben so eine Karte. Die Maximum Number of Sites bedeutet, wie viele Städte es auf dieser Karte geben soll. Das ist für den Adventurer-Modus, den es ja momentan noch nicht zur Verfügung gibt, Stand jetzt zumindest, ist das halt sehr wichtig, damit die Karte einfach mit Material sozusagen gefüllt ist, zwischen der du dann eben wieder interagieren kannst. Das ist auch sicherlich interessant für das normale Fortress-Spiel, aber kann hier schon ein bisschen mehr vernachlässigt werden. Ich würde es auch halt auf Medium einfach eingestellt lassen, denn je höher du auch diese Sites halt eben stellst, desto länger dauert halt eben auch diese Generierung der Karte. Number of Beasts ist jetzt das nächste und da geht es um Megabeasts, Semi-Megabeasts, Titanen. Das sind so Art Bossmonster, die sich halt in der Welt befinden. Das ist im Grunde die Anfangszahl, wie viele dieser Monster denn auf dieser Karte platziert werden am Anfang dieser Historie. Das kann natürlich sein, dass die mit der Zeit zum Beispiel auch sterben, weil die halt in irgendeinen Kampf geraten sind mit irgendeiner Zivilisation und dann ausgerottet worden sind. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn du eine lange Historie zum Beispiel nimmst und das kombinierst mit einer sehr kleinen Anzahl von Beasts, dass die halt mit der Zeit dann alle ausgestorben sind. Ja, und ja, das wäre dann halt vielleicht ein bisschen im Endspiel sozusagen ein bisschen zu langweilig. Natural Savagery bezieht sich dann auf die Anzahl der aggressiven Tiere, die es in der Welt gibt. Im Grunde ist so eine Medium-Einstellung auch hier ziemlich locker eigentlich zu nehmen. Das ist jetzt nicht so irgendwas, was man überhaupt nicht mehr spielen könnte. Schwieriger wird es bei High und Very High, wenn du zum Beispiel gerade anfängst, deine neue Siedlung gerade aufzubauen, deine Zwerge kommen gerade an oder es kommen eventuell Migranten plötzlich vorbei nach einiger Zeit, dann kann es halt eben sein, dass die halt schon direkt angegriffen werden von diesen aggressiven Tieren. Und ja, deswegen würde ich das im Grunde auch auf einer Medium einstellen lassen. Also für den Anfang würde ich sowieso alles im Standard belassen. Da würde ich mir nicht so viele Gedanken drum machen. Das ist erstmal nur zur Erklärung, wie du im Grunde dein Spiel hinter ein bisschen feintunen kannst. Dann die Mineral Occurrence bezieht sich darauf, wie viele Metallerze und Edelsteine es im Boden gibt. Denn die brauchst du natürlich, um diverse Waffen zum Beispiel herzustellen, um deine Möbel, die du zum Beispiel hergestellt hast, wieder mit Edelsteinen zum Beispiel zu besetzen, um die einfach ein bisschen wertvoller zu machen. Und ja, eine niedrige Einstellung wäre halt eben hier auch nicht so gut, weil es halt eben sein kann, dass du dann keine Mineralien findest, das heißt keine Metalle und du eben Metallgegenstände einfach nicht herstellen kannst anfangs. Eine Möglichkeit ist natürlich, dem entgegenzutreten, ist, wenn man halt mit anderen Zivilisationen Handel betreibt. Das heißt, über die Händler, die halt bei dir eintreffen, könntest du dir theoretisch dann auch wieder
Metalle besorgen, aber mehr Spaß macht es auf jeden Fall, wenn du dieses Metall auf jeden Fall auch da hast. Das heißt, ich würde es auf jeden Fall im Anfangsbereich auf Frequent oder wirklich auf Everywhere einfach lassen. Es gibt noch einen Detail-Mode dazu. Den kann ich mal einmal kurz zeigen. Wir werden jetzt hier nichts einstellen. Ich will jetzt einfach nur ganz kurz darauf eingehen, dass es möglich ist, eben das nochmal alles ein bisschen fein zu tunen. Wenn dir das halt zu grob ist, was wir jetzt hier gerade eingestellt haben, dann kannst du halt hier reingehen und erstmal generell festlegen, was für eine Art Region sollen hier generiert werden. Das heißt, möchtest du eine Insel oder möchtest du eine flache Karte haben? Wie groß soll die sein? Aber das kannst du halt alles nochmal hier ein bisschen feintunen von der Größe her, also von den Abmaßen im Grunde. Du kannst Seed-Faktoren eingeben, über die halt diese Zufallsgenerierung nochmal gestreut werden soll. Wobei du wahrscheinlich den Unterschied gar nicht feststellen wirst am Ende, je nachdem, was du da einträgst. Wir haben hier verschiedene Arten von Parametern drin. Es gibt hier verschiedene Population Caps, das heißt, wie viele Einwohner sozusagen soll es auf dieser Welt geben. Wir haben historische Events, die halt, ob die angezeigt werden sollen oder nicht. Wir haben die verschiedenen Höhen auf der Karte, also die Berghöhe zum Beispiel, die man einstellen kann. Die Temperaturen, Versickerung von Wasser, Vulkanismus. Und du siehst schon hier, da ist halt einfach irre viel an Parametern, die man halt hier einstellen kann. Das empfehle ich aber wirklich dann erst fortgeschrittenen Spielern. Ich denke mal, früher oder später wird wahrscheinlich hierzu auch nochmal detailliertes Tutorial von mir kommen, wo ich dann nochmal auf verschiedene Parameter eingehe. Dazu muss ich mich aber selber erstmal nochmal richtig in diese Parameter einarbeiten, denn du siehst schon hier, das sind bestimmt 200 verschiedene Parameter, aus denen halt genau diese Karten hinter letztendlich erzeugt werden. Und das macht jetzt hier an dieser Stelle einfach keinen Sinn. Aber ich wollte es zumindest mal gezeigt haben, damit du siehst, du könntest hier nochmal etwas tiefer eingreifen, wenn du das möchtest. Aber hier würden wir halt zu diesen Basic Options im Grunde zurückkehren. Es gibt noch einen weiteren Punkt, und zwar sind das die Mods. Und standardmäßig sind halt hier diese ganzen Vanilla-Mods da drin. Das ist im Grunde ja alles, was das Spiel halt so ausmacht. Wenn du weitere Mods installiert hast, und hier habe ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Mod, dann kannst du das über den Steam Workshop zum Beispiel einerseits installieren und dann steht es halt nur hier drin. Das heißt, es ist noch nicht aktiviert, wenn du es nicht aktiv hier mit hinzugefügt hast. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Mod zum Beispiel nutzen möchte, klicke ich halt hier auf den Pfeil und habe es dann halt hier eben hier unten in dieser Liste drin stehen und erst dann wird es halt wirklich aktiviert für deinen Spielbetrieb im Grunde. Ich nehme es hier trotzdem mal raus, weil das jetzt mit der Standard-Generierung und so weiter jetzt erstmal nichts zu tun hat. So, also wenn du dann sonst hier drin bist, kannst du dann im Grunde hier loslegen und auf Create World gehen. So, und jetzt geht es auch hier schon direkt mit der Generierung los, nachdem alles geladen wurde. Und hier siehst du auch schon, bei welchem Jahr wir jetzt gerade sind, was jetzt gerade simuliert wurde. Hier poppen überall so kleine Symbole auf, die Landschaft verändert sich etwas. Und gleichzeitig siehst du halt hier im Grunde eine Kurzfassung der wichtigsten Ereignisse der Geschichte, die jetzt gerade generiert wird. Jetzt sind wir gerade im Jahr 90. Die letzten paar Jahre kommen jetzt gerade noch. Das geht, wie gesagt, bei 100 Jahren noch relativ schnell. Wird aber immer langsamer mit der Zeit, weil einfach immer mehr sich auf der Karte drauf befindet. So, und jetzt sind wir im Grunde auch schon fertig. Also hier siehst du halt auch schon, was jetzt hier zum Beispiel drinsteht. Ne? Wir haben hier ein Forgotten Beast mit einem bestimmten Namen. Apa Wicked the Soaked was struck down by a dwarf in Orbs Bronze. Okay, ne? Also da wurde ein Forgotten Beast tatsächlich gekillt von einem Zwerg. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Eintrag in dieser Geschichte. Wir können da auch noch später ein bisschen tiefer drin abtauchen. Das passiert aber nicht mehr in diesem Tutorial. Das machen wir dann gleich im nächsten. So, und jetzt können wir uns diese Landschaft halt hier mal ein bisschen genauer angucken. Man sieht halt auch schon, hier oben haben wir so eine Polregion. Man sieht es halt optisch eben auch schon, dass es halt sehr kalt ist. Ne? Wir haben Temperature Freezing halt da drin.
Das sieht unten in dieser Karte jetzt mal nicht aus. In vielen Karten ist es oft so, dass es oben und unten halt eben kalt ist. In der Mitte halt eher dann die warmen Regionen. Aber wir sehen halt schon, die sind eine ganze Menge verschiedener Inseln erstellt worden. Und wir sehen auch viele kleine Symbole halt eben hier. Das sind so kleine Festungen oder Camps und Towers. Und da gibt es halt eine ganze Menge verschiedener Symbole. Ich werde dieses mal hier mit einblenden, damit du mal siehst, wie das halt letztendlich zu deuten ist. Was wir jetzt hier als Information hier auf der rechten Seite jetzt noch in diesem kleinen Fenster sehen, ist einerseits den Namen des Kontinents. Ne? Das ist im Grunde dieser zweite Eintrag hier. Da siehst du halt schon, egal wo ich mit der Maus halt hier drüber gehe, bleibt dieser Name halt gleich. Das heißt, der Kontinent hat einen bestimmten Namen. Ich gehe jetzt mal vielleicht zu einer anderen Insel. So, dann steht hier zum Beispiel wieder was anderes. Und hier auch. Das ist, wie gesagt, der Großregion-Name. Wenn du dann aber innerhalb eines Kontinents dich dann bewegst, siehst du halt, dass da oben im Grunde der obere Name sich ändert. Das ist halt dann dieser Regionsname. Darunter geht es dann weiter, dass wir den Typ des Bioms haben. Ne? Jetzt sehen wir hier schon, das kann hier mal so wüstenartig sein oder ist halt steinig. Wir haben hier Regionen, die sind halt mit sehr vielen Bäumen besetzt oder auch hier oben ist zum Beispiel Tundra oder wir haben hier Gletscher und darüber kannst du schon mal so ganz grob erkennen, was für eine Art von Vegetation dich auf dieser Karte erwartet. So, das nächste ist hier die Temperatur. Und hier siehst du auch schon, also wenn wir oben natürlich beim Gletscher sind, ist natürlich eiskalt, deswegen steht hier jetzt auch Freezing dran. Hier oben kurz darunter ist es halt auch noch cold, wie es halt dann so ist in der Nähe der Polregion. Wenn wir dann weiter halt nach unten gehen, siehst du auch hier schon temperate, das ist halt so eine Durchschnittstemperatur. Gucken wir mal, ob wir jetzt eine wärmere Ecke noch finden. Da hier unten sind wir zum Beispiel bei warm. Da gibt es jetzt hier auch schon mal so eher so Wüstenregionen. Und ich guck mal gerade, ob ich jetzt irgendwie auch noch hot irgendwo finde. Da, hier unten haben wir zum Beispiel auch Hot zum Beispiel stehen. Also da wird es dann halt schon ein bisschen schwieriger auch mit Regen. Also anfangs würde ich natürlich auch empfehlen, irgendwo in eine Region zu gehen, wo es eher so, wo wir bei Temperate sind. Ne? Da sind wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns erstmal nur diese Karte generell an. Und dass du schon mal generell weißt, wie denn diese Karte zu lesen ist. Darunter haben wir jetzt den Eintrag Trees. Ne? Also das ist schon relativ wichtig, weil wir halt viele Objekte anfangs eben auch aus Holz herstellen. Also sagen wir mal Türen, Tische, Stühle, Betten oder sowas. Das wird meistens dann erstmal aus, kannst du natürlich auch aus Stein herstellen, klar, aber dafür ist halt eben Holz ganz gut. Und hier sehen wir halt eben schon, hier sind so kleine Waldregionen, da siehst du auch schon heavily forested, das heißt, wir haben ziemlich viele Bäume dann da. Oder Woodland ist halt eben auch ganz gut. Es kann aber auch eben da sein, hier habe ich gerade noch was gehabt, da wird es ein bisschen spärlicher. Oder halt eben Trees None. Ne? Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da musst du halt eben deine Sachen mit Stein beispielsweise herstellen. Dann haben wir da drunter noch andere Vegetation. Sehen wir auch hier schon Moderate oder Thick, habe ich gerade schon gelesen. Also es kann halt ein bisschen dichter eventuell sein. Mit anderen Vegetationen dann sind halt diverse Pflanzen gemeint, die sich auf der Oberfläche befinden, worüber wir dann, die wir zum Beispiel ernten können. Sagen wir mal irgendwie Erdbeeren oder irgendwelche Büsche, verschiedene Kräuter, die auch wieder geerntet werden können, die vielleicht weiterverarbeitet werden können, entweder zu Essen, also Mahlzeiten, oder gebraut werden können. Das ist immer ganz interessant, wenn man davon ein bisschen was auf der Oberfläche hat. Und es wird natürlich umso schwieriger, wenn du halt überhaupt gar nichts dort hast. Also besonders, wenn dir das Essen gerade mal ausgegangen ist, könntest du theoretisch an der Oberfläche gehen und dir diese Pflanzen dann eben zunutze machen. Wenn die dann nicht da sind, wird es halt eben schwieriger. Dann das nächste sind die Surroundings und das gibt jetzt an, im Grunde, wie schwierig diese Region denn für dich wird. Das heißt, es gibt hier so die Unterscheidung im Grunde zwischen einem neutralen Boden, einem sehr guten oder einer sehr bösen Region. Das heißt, das meiste ist auf so einer Karte für gewöhnlich neutral. Da sind wir auch hier. Untamed Wilds, das ist auch sonst soweit normal. Wir kennen dann die richtig guten Regionen meistens an
Grasgrün, das heißt hier vorne zum Beispiel diese Region, ne, Joyous Wilds, Mirthful und so weiter, die sind alle sehr gut. Das heißt, diese Region oder dieser Typ dieser Region verändert halt eben auch die Tierwelt. Also was du für Tiere dort vorfindest, wie aggressiv oder gut sie halt eben sind. Und da wird es natürlich hier besonders einfach in diesen grünen Regionen. Die Standardregionen sind auch okay für gewöhnlich, aber es gibt halt eben auch noch so sehr böse Regionen, die sind für gewöhnlich so braun gezeichnet. Hier sehen wir auch schon Haunted oder Terrifying. Das deutet halt eben schon auf nichts Gutes hin. Hier vorne haben wir auch was. Das heißt, diese braunen Regionen hier vorne, die sollte man zumindest am Anfang meiden. Wenn du viel Spaß haben willst oder sehen willst, was das Spiel so generell für dich bereithält, dann könnte man halt in diese Ecke auch eben gehen. So, das nächste darunter zeigt uns, was für Flüsse wir dann hier vorfinden. Hier sehen wir schon Stream oder Brook oder so. Das sind halt nochmal die Namen der Flüsse, die halt dann durch diese Region gehen. Und darunter haben wir dann nochmal die verschiedenen Metalle, beziehungsweise, ich gucke nochmal hier durch, da haben wir noch ein bisschen mehr stehen. Genau, das ist viel interessanter. Hier sehen wir nämlich, welchen Ton wir haben oder ob wir Ton dort haben, ob wir Sand dort vorfinden und auch Erde zum Anbauen, also Clay, Sand and Soil. Darunter dann die Aquifer, das sind unterirdische Wasseradern, was sich erstmal theoretisch erstmal gut anhört, es aber leider nicht ist. Denn diese Wasseradern sorgen halt eben dafür, dass wenn du dort im unterirdisch quasi durchgräbst, dass dort halt ständig Wasser einfach aus den Wänden raustropft. Und wenn du halt nicht weißt, wohin mit diesem ganzen Wasser, kann es halt eben sein, dass dadurch eben deine Festung früher oder später absäuft. Und wie gesagt, es ist halt normalerweise nichts Gutes und oft gilt es halt auch eben, genau diese Teile halt eben zu vermeiden. Also es gibt diverse Regionen, wo die halt eben nicht sind. Auf vielen Karten sucht man halt etwas lange danach, aber es gibt diese Regionen definitiv und ich würde sie halt am Anfang eben nicht empfehlen. Darunter unter den Äquifern sehen wir halt noch die verschiedenen Metalle, also Metallerze, die es halt dort gibt. Ne? Also in diesem Fall hier auch Eisen, Gold, Silber, Kupfer und so weiter. Die sind schon mal wichtig halt für die Herstellung zum Beispiel von Waffen. Und darunter sehen wir noch Fluxstone Layer, also Flussstein heißt es im Deutschen. Das sind halt Steine, aus denen du halt diverse andere Dinge herstellen kannst und die du aber auch für die Herstellung von Stahl benötigst. Und solche Regionen sollte man halt letztendlich bevorzugen. Das ist jetzt hier jetzt erstmal nur, wie gesagt, zum Kennenlernen der Karte. Ne? Du kannst hier mit der mittleren Maustaste halt schön durch die Karte einfach mal durchgehen. Oder hier unten steht es auch mit W, A, S und D. Kannst du hier auch durchgehen, um die Karte dir einfach mal ein bisschen anzugucken. Aber hier können wir noch gar kein Spiel direkt starten. Das ist im Grunde einfach nur, um dir zu zeigen, diese Karte ist jetzt für dich generiert worden. Und ob sie sozusagen für dich erstmal so taugt, was du dir vorstellst, ne? Was für einen Kontinent du zum Beispiel haben willst oder ob du viele kleine Inseln haben willst. Und ab hier könnten wir theoretisch auch loslegen direkt mit dem Spielen, aber wir machen wir erstmal hier diesen von mir erwähnten thematischen Cut und wir gehen erstmal auf Keep World and Return to Main Menu und dann wird diese Karte halt erstmal für dich abgespeichert. Sie wird dann halt hinterlegt, dass du halt dann später dein Spiel da drauf starten kannst. Und genau auf diese Karte greifen wir dann im nächsten Tutorial dann zu und ja, wollen uns dann den Legends-Mode als nächstes mal angucken. So, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Cut und dann bis zum nächsten Tutorial.